Nach diesem Video wirst du wissen, wie du deinen Tag radikal optimierst und so Woche für Woche das Maximum aus deiner Zeit rausholst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich habe es im gestrigen Video schon gesagt, hier unten unter der YouTube-Beschreibung, der allererste Link, ist die alles entscheidende Umfrage bezüglich all dem, was wir in den nächsten 5 Monaten für euch machen werden. Wir fragen in dieser Umfrage einfach eure größten Problemstellen ab, um eben genau spezifisch dafür Lösungen zu finden. Deswegen macht unbedingt mit. Es gibt sogar dreimal ein 30-minütiges Einzelcoaching mit mir zu gewinnen, vollkommen kostenlos, sowohl die Umfrage als auch dann der Gewinn dieser Einzelcoachings. Deswegen macht unbedingt mit. Es hilft euch mega viel, mir mega viel, und deswegen von meiner Seite aus auf jeden Fall schon mal danke dafür. Jetzt zum Thema. Wie schaffen wir es, unseren Tag radikal zu optimieren? Jetzt natürlich erstmal die Frage, überhaupt, warum sollte ich das denn machen? Weil ich meine, radikal optimieren, das klingt ja schon so sehr besessen, sehr, ich muss das aber machen und Disziplin. Und ganz ehrlich, als ich so vor 3 Jahren vielleicht selbst so das allererste Mal mit Erfolgstipps, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter konfrontiert wurde, da bin ich auch genau in so einen Modus reingefallen. Also ich habe wirklich jede einzelne Sekunde meines Lebens habe ich vorgeplant, durchgetaktet, bla 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 bla, alles gemacht, und hatte eigentlich in diesem Prozess überhaupt keinen Spaß. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte innerhalb dieses Prozesses überhaupt keinen Spaß. Gleichzeitig muss ich aber sagen, bin ich extrem dankbar, dass ich damals das so brutal radikal gemacht habe. Denn was ich dadurch gelernt habe, ist ein extrem gutes Gefühl für Zeit zu entwickeln, was mir jetzt mittlerweile erlaubt, jeden Tag sehr intuitiv zu gestalten eigentlich sogar, und trotzdem zu wissen, dass ich nahezu an 100% meines Potenzials bin. Und ein geiles Beispiel da ist zum Beispiel, bei mir war es halt dann wirklich im ersten Jahr so, also wenn ich nur 4 Minuten nach 10 Uhr, obwohl ich 10 Uhr schlafen gehen wollte, schlafen gegangen bin, das war für mich absolute Katastrophe. Ich hatte da so ein schlimmes Gefühl in mir, das kann man sich nicht vorstellen. Hat aber dazu eben auch geführt, dass ich jetzt eben so extrem gut darin bin. Deswegen an dieser Stelle, wie schaffst du das Ganze? Und vor allem, wie schaffst du auch auf eine Art und Weise, in der es Spaß macht und in der es eben nicht so dieser Stress, dieser Druck, dieses Force, dieses Pushen ist. Im Prinzip ist es ganz einfach. Du hast jeden Tag 24 Stunden, jede Woche 168 Stunden. 24 mal 7, für diejenigen, die es nachrechnen wollen. Und im Prinzip ist es so, dass gerade in der Oberstufe ist Zeit die allerwichtigste Sache, die du brauchst. Weil wir denken uns ja immer, weil viele von euch kennen es ja so, ich würde sogar mehr machen, mir fehlt nur einfach die Zeit. Ich habe einfach das Gefühl, ich muss viel zu viele Klausuren, viel zu viele Hausaufgaben, Referate, Präsentationen, Nachbereitungen, was auch immer machen, was überhaupt gar nicht mehr in meinen Tag reinpasst, wenn ich jeden Tag um 15 Uhr, 17 Uhr, was auch immer von der Schule erst heimkomme. Und deswegen ist es so entscheidend wichtig, dass du deinen Tag radikal optimierst. Denn wenn du schaffst, wirklich jede Stunde maximal effizient zu nutzen, dann wirst du innerhalb deiner Woche einfach möglichst viel schaffen. Und ob dieses möglichst viel schaffen oder möglichst viel erreichen, dann bedeutet, dass du diese gesamte wohlgenutzte Zeit in die Schule investierst oder einfach nur mehr Zeit durch die Optimierung für Freizeit rausholst, ist ja entsprechend deine Ambition. Ja, das heißt, du kannst natürlich auf der einen Seite sagen, oh, ich will alles in meiner Woche maximal optimieren, damit ich noch krassere Noten schreibe. Das kannst du machen. Gleichzeitig aber auch bringt dieses radikale Optimieren dir ja vor allem auch mehr Freizeit. Das bedeutet, das ist ja nicht nur so, dass du sagst, ey, ich lerne jetzt in jeder weiteren Stunde, die ich dadurch freischaufel oder noch mehr sinnvoll nutzen kann, lerne ich zwangsläufig. Du kannst ja auch sagen, ich lerne genauso wie bisher, nur dadurch, dass ich aus meiner Zeit noch mehr nutze, kann ich eben auch noch mehr Stunden dafür hernehmen, um da eben Freizeit zu haben. Und das ist so unfassbar wertvoll, weil ich glaube, gerade vielen von euch tut es aktuell sehr, 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 sehr gut, wenn ihr einfach mal auch noch mehr Freizeit in eurer Woche habt, um ein bisschen mehr runterzukommen, um ein bisschen mehr Abstand von der ganzen Schule zu haben, um dann, wenn ihr in der Schule seid, entweder physisch in der Schule oder eben beim Lernen seid, dass ihr dann mehr Gas geben könnt. Wie machen wir das Ganze also? Im Prinzip ist der Idealzustand wäre, wenn ihr es schafft, dass ihr jeden Tag möglichst gleich verbringt. Jetzt ist bei euch natürlich so, anders als bei mir, ich bin selbstständig als Coach, ich kann einfach
jeden Tag genau so leben, wie ich möchte und bin da, ob es da Sonntag oder Montag oder Freitag ist, macht bei mir keinen Unterschied. Bei euch ist natürlich schon ein gewisser Unterschied. Das wäre aber natürlich der Idealzustand. Jetzt seid ihr natürlich im ersten Moment mal von zwei Dingen abhängig. Erstens von dem Fakt, dass es Woche, also unter der Woche gibt und Wochenende und dass sich eure Schultage abhängig vom Stundenplan natürlich verhalten. Deswegen würde ich euch grundsätzlich mal empfehlen, versucht, soweit es eben für euch möglich ist, diese Tage zu standardisieren. Das bedeutet, dass ihr wirklich versucht zu sagen, okay, ich stehe jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf. Auch da hängt es wieder von deinen Ambitionen ab oder auch wie viel du deine Zeit nutzen möchtest. Wenn du sagst, ey, ich will zwar an den 5 Schultagen Gas geben, aber ich will am Wochenende auch einfach chillen, mal ausschlafen und so weiter, dann kannst du auch das machen. Ich persönlich habe es in der Oberstufe nicht gemacht. Ich bin in der Oberstufe auch jeden Tag um 6 Uhr aufgestanden, sei das Schule gewesen oder sei das Wochenende gewesen, irgendwann sogar um 5 Uhr auch und einmal ein paar Wochen sogar um 4 Uhr, das war crazy times. Aber ich habe immer die konstante gleiche Aufstehzeit durchgezogen. Warum? Noch nicht mal zwangsläufig deswegen, weil ich nur produktiver sein wollte, sondern es ist einfach wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du immer zur gleichen Zeit einschläfst, dann die Schlafzeit, die Schlafdauer hast, die du brauchst, weißt du ja meistens selbst, bei den einen sind es nur 5 Stunden, die sie brauchen, ist aber bei den wenigsten so, dann die meisten brauchen eben 7 Stunden, 8 Stunden oder 9 Stunden Schlaf, um eben maximal regeneriert zu sein, um auch dieses Performance-Level konstant durchzuziehen. Und das ist ja auch das, was ich für euch möchte, ja, dass ihr eine gesunde, konstante High-Performance abrufen könnt. Und wenn ihr das habt, ja, dann ist es einfach sehr sinnvoll, das nicht zu ändern. Ja, wenn du einfach immer um gleiche Uhrzeit einschläfst, dann so lange schläfst, wie du es brauchst, dann immer um die gleiche Uhrzeit aufstehst. Und jede Veränderung, wenn du zum Beispiel 5 Tage um 5.30 Uhr aufstehst und dann am Wochenende aber immer um 9 Uhr, dann bringt es natürlich deinen Körper durcheinander, es bringt deinen Schlafrhythmus durcheinander und ist dann natürlich nicht so effizient, wie wenn du das am Wochenende beibehalten wirst. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch schauen, wenn du zum Beispiel am Freitag, Samstagabend weggehen willst, mit Freunden treffen willst, was auch immer und das vielleicht ein bisschen später wird, ist natürlich nicht sinnvoll, wenn du den Samstag oder den Sonntag mit 2, 3, 4, 5 Stunden Schlaf nur reingehst. Deswegen, da musst du es halt für dich selbst ausmachen, wie du es machen willst. Aber das mit dem gleichzeitig aufstehen und gleichzeitig schlafen gehen, ist schon mal die erste, beste Möglichkeit. Dann würde ich auch, weil ich das immer wieder von einigen in Coachings höre, würde ich auch weggehen von diesem zu denken, eure Schultage wären so unterschiedlich. Natürlich fängt bei euch manchmal halt die Schule vielleicht um 7:30 an und mal erst um 9:30 oder 9:30, weil Stunden ausfallen oder ihr da immer die ersten 2 Stunden frei habt. Und auf der anderen Seite kommt ihr natürlich vielleicht mal an einem Tag in der Schule habt ihr vielleicht, an einem Tag der Woche habt ihr vielleicht schon um 13 Uhr aus und manchmal kommt ihr erst um 17.30 Uhr heim. Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Aber die Struktur eures Tages bleibt trotzdem gleich. Nicht die exakten Uhrzeiten, aber ihr habt trotzdem eine Zeit vor der Schule, in der Schule, nach der Schule. Und diesen 3 Schritt habt ihr eigentlich an jedem einzelnen Schultag. Und wenn ihr dann smart seid, das noch auf die Wochenenden bezieht, das heißt, dass ihr sagt, ihr habt eine Zeit vor dem Lernen, dann vor allem, das gebe ich meinen 1:1 Coachings Leuten immer mit, versucht Samstag und Sonntag vormittags immer möglichst effizient zu lernen, dann den Nachmittag, wenn ihr die Zeit dazu eben habt, möglichst viel auch für die Freizeit zu nutzen. Und die Zeit habt ihr definitiv, wenn ihr die richtigen Lernstrategien verwendet und auch ansonsten euren Plan konsequent durchzieht. Und wenn ihr das habt, ja, wenn ihr das habt, dann ist im Prinzip jeder Tag sehr, sehr ähnlich. Klar, manchmal dauert es länger, manchmal kürzer und so weiter, aber ihr habt immer von Aufstehen bis dann irgendwas mit Schule anfängt, entweder unter der Woche eben die Schule selbst oder am Wochenende das Lernen. Dann habt ihr Schule oder eben das Lernen und dann habt ihr danach eben noch die Zeit, wo ihr dann eben abends was anderes machen könnt. Und genau so würde ich das sehen. Und was ihr dann macht, ist, ihr habt diesen 3 Schritt und dann fangt ihr an, das würde ich euch wirklich ab heute, am besten schon ab jetzt, spätestens ab morgen in der Früh empfehlen, dass ihr dann einfach mal für die nächsten 7 Tage, ja, nur für die nächsten 7 Tage, euch mal ganz bewusst alles aufschreibt, wann habt ihr was gemacht. Und es muss nicht immer im Vorhinein sein, weil auch wenn ihr euch den Plan gemacht habt, ich werde das da und da machen, wissen wir ganz genau, dass das noch nicht zwangsläufig ein Grund ist, dass du es dann da auch machen wirst. Das bedeutet, was du tust, ist, du gehst immer, machst vielleicht, nimmst dein Handy, machst eine Google-Notiz, Evernote-Notiz, was auch immer, irgendeine Notiz-App halt und schreibst da einfach mit, okay, was habe ich wie, wann, wo gemacht. Und gerade dann, wenn du merkst, okay, hier bin ich nicht aus dem Bett rausgekommen, hier habe ich prokrastiniert, die Schulstunde war ineffizient für mich oder was auch immer, gerade die Sachen, wo du merkst, okay, da lief das gerade nicht so optimal,
Du schreibst dir auf, was nicht optimal lief. Du schreibst dir auf, das sind die drei Sachen. Was nicht optimal lief, warum es nicht optimal lief und was du in Zukunft dagegen tun kannst. Bedeutet zum Beispiel, du sagst dir, oh, ich schaff's einfach morgens nicht ganz aufzustehen. Ja? Dann, was lief falsch? Du bist morgens nicht ganz aufgestanden. Warum lief es nicht ganz falsch? Haben dir einfach dieser Impuls gefehlt, um aufzustehen. Lösung, zum Beispiel, du könntest dir in der Früh Musik anmachen, um eben ein bisschen mehr in Schwung zu kommen, ein bisschen mehr Energie zu haben, um dann schlussendlich auch aufzustehen. Ja? Und was passiert auf einmal? Du wirst es auf einmal schaffen, jeden Morgen konstant aufzustehen. Oder du sagst dir, boah, was lief falsch? Irgendwie, ich habe in der Unterrichtsstunde überhaupt nicht mitgearbeitet. Was war der Grund dafür? Mein Banknachbar, der mich die ganze Zeit ablöst. Lösung, ich setze mich von ihm weg, setze mich nach vorne hin. Boom. Und das kannst du einfach für jede einzelne Sache machen, die dich in deinem Tag abhält. Und das, ich sag's euch, deswegen ist dieses Video so unfassbar wichtig. Das macht einfach fast niemand. Die Menschen machen jeden Tag bzw. jede Woche die gleichen Dinge, die ineffizient sind, warum sie weder produktiv sind noch Freizeit haben. Versteht ihr? Mir persönlich ist es vollkommen egal, ob du sagst, oh, ich will maximal produktiv sein, ich will auch möglichst viel Freizeit haben. Die eine Sache, die ich nicht will, ist, dass du Zeit mit Dingen verbringst, wo du sagst, da mache ich was Produktives, aber eigentlich ist es überhaupt nicht produktiv. Oder du sagst dir, oh ja, ich wollte da was machen, aber ich habe mich nicht geschaut. Und dann, also was mich einfach abfuckt, ist, wenn irgendjemand von euch in der Situation ist, wo er 1,5 Stunden darüber prokrastiniert, die Hausaufgaben zu machen. Weil in der Zeit, wo prokrastiniert wird, machst du weder die Hausaufgaben, noch ist es wirklich Freizeit, die du genießen kannst. Sondern was ich für dich möchte, ist, dass du entweder richtig produktiv da auf dein Traumabitur hinarbeitest oder dass du Freizeit hast, die aber wirklich freie Zeit hast. Wo du nicht drüber nachdenkst, oh, das muss ich machen, das muss ich noch machen und was ist mit dem, sondern die du wirklich genießen kannst, die wirklich High-Quality-Zeit ist. Entweder oder und nichts dazwischen. Und das schaffst du eben dadurch, dass du konsequent jeden Tag analysierst, was ist falsch gelaufen. Was war der Grund dafür? Wie kann ich das Ganze lösen? Und wenn du das dann hast, wenn du das dann hast, dann und das einfach mal für 7 Tage machst, mach's einfach nur für 7 Tage. Du wirst dir so viele Dinge jeden Tag aufschreiben und denkst, shit, Alter, die sind eigentlich so leicht zu lösen. Die sind eigentlich so leicht zu lösen, aber ich habe es die ganze Zeit eben nie mal vor Augen gehalten und nie mal eine, und das jetzt noch zum Abschluss, das Allerwichtigste, eine permanente Lösung überlegt. Ich sag's euch, Leute, das haben wir beim Bootcamp so oft besprochen. Und da bin ich mittlerweile, oh, ich bin mir so verliebt in dieses Wort, permanente Lösung. Denn das Problem ist, wenn Leute Lösungen für Dinge suchen, kommt ganz oft was so wie, morgen strenge ich mich einfach mehr an. Morgen stehe ich aber wirklich auf. Morgen gehe ich beim Lernen einfach nicht an mein Handy. Morgen höre ich einfach nicht auf meinen Nachbar. Das Ding ist, das hast du dir schon 30 Mal vorgenommen und es passiert trotzdem nicht. Ja, es passiert trotzdem nicht. Deswegen musst du dir für jedes einzelne Problem, was du in diesem Prozess dann aufschreibst, musst du eine permanente Lösung finden. Wie definiert sich eine permanente Lösung? Eine permanente Lösung definiert sich so, dass sie unabhängig von dir und der jeweiligen Situation ist. Das bedeutet, Beispiel hier, unser guter alter Feind, das Handy. Du sagst dir ab jetzt, wenn du sagst, oh, ich gehe ab morgen einfach nicht mehr an mein Handy beim Lernen, dann wirst du morgen trotzdem an dein Handy gehen oder übermorgen oder spätestens übermorgen oder spätestens nach 5 Tagen, ja? Weil es keine permanente Lösung ist. Es ist keine permanente Lösung, weil es nicht von dir unabhängig ist. Wenn du alles, was dich alles, was deine Willenskraft braucht, wirst du früher oder später nicht machen. Das ist einfach Fact. Vielleicht, wenn du richtig krass bist, wirst du es trotzdem machen, aber das Risiko ist einfach viel zu hoch. Deswegen such dir eine permanente Lösung, die unabhängig von dir selbst und der Situation ist. Das bedeutet, du nimmst dir zum Beispiel eine App, die eben die ganzen anderen Apps wie Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, WhatsApp, was auch immer, blockt, sodass du einfach nicht mehr draufgehen kannst. Das heißt, egal wie die Situation ist und egal in welcher Fassung du bist, du kannst nicht an dein Handy gehen. Ja? Das ist eine permanente Lösung. Und wenn du das für jede einzelne Problemstelle aufschreibst, die dir innerhalb dieser 7 Tage radikale Analyse aufschreibst und eben auch da eine permanente Lösung dafür findest, dann kannst du deinen Tag eben auch so optimieren, dass du eben in jeder Woche deine Zeit maximal nutzen wirst. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Praying.